Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zum XXL-Projekt Rüpenernte mit Technology Over 9000 zusammen mit Tino, Freezy, Bunny, Vorstadt und Robert und den Stefan und den Killer Basti und den Ranzer. Hallo. Hallo. Okay. Hallo. 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 Technik Over 9000. Sagst du einmal bitte Rohr ausfahren? Es geht auch romantischer, ne? Tino, du kommst ein wenig nah. Wo ist denn Bunny? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du bist zu nah an mir. Ich glaube, du bist voll, Tino. Jetzt bin ich voll. So, 35.000 gehen hier rein. Für jede Menge. Ja. Moment, ich muss mal kurz hier im Blog was einstellen. Gut. Ey, bis ja mal losgefahren ist. Nee, Moment, ich komm. Würdest du mir freundlicherweise. Würdest du mir oder. Shit! Ist halt nicht engagiert, ne? Mein kleiner Russland, dann lass mal's. Ja, geil aus von hier hinten, wie ihr da so aufsteht. Naja, ich nehme die enge, die einzelne Bahn. Du nimmst die einzelne, ja, ich hätte es jetzt genommen. Also, ich mache den Bühne dann nicht. Dum, 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 dum. Todsünde Nummer 1 im TS Pfeifen. Todsünde Nummer 2 mit Boxen spielen im TS. Mit was? Mit Boxen im TS spielen. Was spielen? Killer Boxen. Mit Boxen. So. Ich hab keine Boxen. Was hast du denn? Ein Headset. Aua. Dann ist ein Headset so laut, dass es Rückkopplung verursacht. Stefan, du stehst auch noch zwei Bahnen. Da gibt es eine einfache Lösung. Dann nennt sich leiser drehen. Nee. Hals, Nasen, Ohrenarzt. Na, 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 na. Oh, naja. Blöde. Hat sich das mal Kinder gefragt, warum das eigentlich zusammen ist? Was denn? HNU? Hals, Nasen, Ohrenarzt? Warum das zusammen ist? Wie zusammen? Naja, warum ist da, also, ne, ist ja, der ist ja für drei Bereiche zuständig, für den Hals, für die Nase und für die Ohren. Oh. Ja, weil die erstens alle zusammenliegen und, ja, wahrscheinlich weil deswegen. Kann. Ist halt alles am Kopf. Jo. Kannst auch Kopfdoktor nennen. Nee, das ist ein anderer. Stimmt. Noch ein bisschen weiter oben. Der Psychiater? Na, 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 na. Das gibt's in der Tat, so, Freunde der guten Unterhaltungsmusik, wie sieht's aus hier? Kommen sie alle hochgewackelt hier? Jo, am 20. Dezember. Ist noch scheiße, im Adventskalender. Da wird mein Sohn operiert. Oh. Warum? Ja. Auch wegen Ohren. Polypen? Nee. Er kriegt die Mandeln raus und die Ohren. Der kriegt solche Röhrchen in die Ohren, weil er den Druck nicht irgendwie ausgleichen kann. Ja, ja, ja. Hat dem Sohn ein bisschen Probleme mit dem Sprechen? Spricht er undeutlich oder so? Also, weißt du? Eigentlich nicht, ne? Wieso? Ne? Ne, weil Freunde von mir, die haben. Der hat auch mal so ganz undeutlich gesprochen und alles. Und das lag wohl an den Polypen. Und dann haben die Polypen rausgenommen und seitdem. Ja, meine Schwester. Bedeutend besser geworden. Okay, uns ist das aufgefallen, immer wenn du dem was gefragt hast. Hä? Was? Ah, okay. Da bin damit halt zum Arzt gegangen, ja, und dann kam das raus, ne, und dann sagt er, oh, das muss aber schnell geschehen, 20. zack, direkt Termin. Ja, okay. Joa. Hab ich mir dafür jetzt Bunny, bist du voll? Nö, ich warte nur, dass ich jetzt hier irgendwo hinkomme. Oh, fahr vor, Bunny. Fahr vor, Bunny geht auch gut. Ich hab zwar 74% drin. Naja, Timo kann dich direkt abtanken.
Ist da noch rum. Randy, wie viel hast du drin? 36, das sind 16.000. Robert, du fährst ja bestimmt die Bahn runter, oder? Stefan. Ja. Sagen, ich fahr jetzt neben Bunny runter. Tja, gut, man kann sich zwar 4 Tage vor Weihnachten was Schöneres vorstellen, als operiert zu werden, aber naja. Ja, so war. Aber kenne ich auch. Aber ich habe mich damals, na gut, was siehst du, ich, meine Eltern haben sich damals anders entschieden. Warum, was denn? Bei mir war das Gleiche, wurde geraten. Ich habe so viel Stress gemacht, dass es abgelehnt wurde. Ob das jetzt Auswirkungen aufs spätere Leben hat? Also ja, das ist daraus mit resultiert. Die 10% halt, aber ja gut, muss ich halt damit leben. So Jungs, ich fange dann schon auf einem kürzeren Stück wieder an, ne, damit ihr hier eure Bahn... Ja klar, ja. Ja, ich habe damals Ärzte gehasst, die war alles. Warum? Ich glaube, das hing damals mit der Oma zusammen. Oder so, weil die wurde da glaube ich auch in den Krankenhaus da operiert und da ist irgendwas halt helle schief gegangen und danach ging es halt bergab. Klappen aus. Und ja. Das hat geprägt. Und ich war als ganz kleiner Stift in Gera im Krankenhaus wegen. Ach, wegen was war denn das? Ich glaube, das war wegen der Dings. Sag schon, Polypen. Okay. Dann hieß es dann, und irgendwann später hieß es dann wegen Ohren und alles und wie alt war ich da, vielleicht 5-6 Jahre oder so, und ja, das war, kannst du dir ja vorstellen, ne? Das war nur alles andere als geil, da eine Woche drinnen zu sein. Ja, noch eine ganz andere Geschichte. Ich mach die Insel, ne, ich lass erst mal Robert durch, weil sonst kriegt er meinen Arsch ins Gesicht. Und könnt ihr, ey Leute, habt ihr Randy schon mal gesehen live? Das ist echt nicht angenehm. Kann ich mir vorstellen. Was willst du, Spinner? Der sexy ass Booty Shaken Boost im Gesicht des eines anderen. Dir hat's gefallen mit auf dem Zimmer. Ja, weil wir es gerade vom Krankenhaus haben. Ne? Ich hatte einen Arbeitsunfall, dazu mal meine Lehre. Und ich saß 3 Stunden im Krankenhaus und habe auf einen Arzt gewartet, bis der erstmal kam. Das war bei mir noch viel schlimmer. Ja, wie viele sollten denn kommen? 3? Nein, bis einer erstmal kam. Die sind mit Kaffeetasse an mir vorbeigedappt und alles mögliche, statt sie da mal nachfragen. Ja, das oder ist halt so, wenn es nicht übel eilig ist, dann bist du da echt. Also, mein Vater hat sich, das ist kein Scheiß mehr, damals den Finger abgesägt. Au. Weißt du, und ist dann so ins Krankenhaus und dann haben die das erstmal verbunden und dann haben sie erstmal eine Stunde ins Wartezimmer gesetzt und haben gesägten Finger. fand ja auch nicht lustig. Ich saß mit Blinddarm 4 Stunden im Warteraum. Dann war's nicht eilig. Nein, ist so. Wenn du Blinddarm-Reizung hast oder so, das ist was ganz anderes, wie wenn du, sag ich mal, wenn er Durchbruch hast. Ja, weil dann kannst du innerhalb von wenigen Minuten sterben. Ja, es also durch ist ja. Also wenn du einen Blinddarmdurchbruch hast, also kenne ich es nur so, dann bist du eigentlich das Erste, was sie machen, ist dich umziehen in die OP schieben. Ja, ja, klar. Nee, aber allein schon mit den Schmerzen, weißt du. Das ist halt Blinddarmreizung. Da sitzt du da. Ja, ja, ja. Hast die ganze Nacht nicht geschlafen, weil du erst dachtest, es wäre nur so normales Bauchweh. Ja. Auch beim Kacken tut es ja auch weh, ne? Ja, das musste ich dann gar nicht mehr. Achso. Damit habe ich dann abgeschlossen. Aber Blinddarmreizung hatte ich eben auch schon, lag ich auch schon im Krankenhaus. Aber ja, war eben nur eine Reizung in dem Sinne. Aber tut höllisch weh. Es ist ja, ja, kann bei ich mir bestätigen. Hätte ich es direkt rausgemacht. Ja, wollten sie bei mir auch, aber an dem Tag, wo sie operieren wollten, war ich beschwerde- und sorgenfrei. Und du hast ja dann unten in der Leiste, ist das ja so hart, wenn du Blinddarmreizung hast. Und das war bei mir auch weg. Und dann ist ja, oh, na dann, wenn wir nicht müssen, operieren wir nicht. Ja. Und da habe ich so einerseits gedacht, scheiße, so wäre er weg. Ja, ja. Und die andere Seite, aber naja, gut, von mir hast du eigentlich auch keinen Bock. Und dann haben die mich wieder heimgeschickt und ich habe meinen Blinddarm immer noch. Ja. Ach, ich war schon 3-mal im Krankenhaus gelegen wegen Blinddarm. Ja, dann wird es aber Zeit, das rausnehmen. Ich habe ihn immer noch drin. Da kann man auch einen lieben Gott fragen, warum hat das der Mensch noch? Das ist so, Das ist ein Überbleibsel, ne? Der hat, glaube ich, überhaupt keine Funktion, oder? Er ist wie das Steinsbein.
Wie dein Pimmel rennt. Das war gemein, das tut mir leid, das nehme ich zurück. Hat der nicht gesagt, ey. Ich stuhl dir einfach in dein Weihnachtspäckchen. Was sagst du? Ich stuhl dir einfach in dein Weihnachtspäckchen. Was tust du da rein? Ich stuhl da einfach rein. Du kackst mein Weihnachtspäckchen? Ja. Was machst du mit dem Tisch? Das ist hart. Und dann liegt er da noch 3 Tage wegen der Post. Oh mein Gott, Alter. Die Post ist in der ersten, die sich freut. Hallo, wir passen weggeschickt an nächste Woche. Was ist denn da drin, ja, Dünger? Ich wollte sagen, es kommt bei Tino, kommt da niemals an. Das wird direkt in Quarantäne geschickt. Ja. Patient Zero. Dann siehst du den nächsten Tag in der Zeitung. Zombie-Apokalypse ist am Start. Ja, ich sag jetzt kein Chat. Willst du mich da mal betanken? Ja, kann ich machen, Porsche, auf jeden Fall. Eieiei, der Timo macht da die Todsünde. Jo. Du, oh ja, ich glaube, ich werde in den Kommentaren gehatet. Richtig. Bist du da auch jetzt hier? So, auf jeden Fall, Timo, erklärst du uns bitte? Warum fährst du durch die Frucht, ja? Bist du ein sogenannter Fruchtzerstörer? Oh, wenn der wieso hat haben sie das getan? Er hat sich bei Freezy Timo, wieso machen sie regelmäßig Fehler? Oh, wenn das der Marcel ist. Ja, das hat man nicht verstanden. Abdrehen! Abdrehen! Okay, Lösungsvorschläge deinerseits, um das zu beheben? Schon getan. Okay. Kommt nicht wieder vor? Natürlich. Fährt nur noch hinter der Kamera durch dieses Frucht. Okay, Timo, dann letzter Versuch mit dir. Okay, schauen wir mal, ob es klappt. Ja, klar. Eigentlich wärst du raus, ne? Ja. Also das ist aber lieb, danke. Ja, bitte, bitte. Bin ein herzensguter Mensch. Also ja. Ich habe heute zum Aufnahmezeitpunkt aus meinem schönen Kalender einen Doppelbock gezogen. Was hast du gezogen? Doppelbock. Was von denen? Doppelbock. Ach so, Doppelbock Bier hier aus dem Bierkalender. Ja, ja, Doppelbock Weizen. Hat da irgendjemand eine Erfahrung? Also es steht da fruchtig und hart. Aha. Wie manche Frau. Auf fruchtigen Max hart. Ja. Nein, auf jeden Fall. Doppelbock ist ein, eigentlich habe ich in Erinnerung, sehr herb, oder? Ja, ist ein herbes Bier. Ja. Und ich glaube, ich habe ein paar mehr Umdrehungen auch, ne? Ja, 8,4 hat das Ding, oder? Weil da gibt es auch welche mit 15 ey. Umdrehungen, ne? Dann mach mal deine ETS-Aufnahme lieber davor, ey. Ja, gibt ja jetzt auch Bier-Virus, ne? Husch, husch! So, ich hab in Sachsen, wo ich in Sachsen war, bei meinem Onkel, hab ich einfach mal Doppelbock getrunken. Das Ding hatte einfach mal 15 Umdrehungen, das Bier. Also das war schon heftig. Für Bier? Bier. Ihr müsst mal belgisches Bier trinken. Ja gut, für Bier ist gut. Irisch ist auch gut. Das ist ja hart. Belgisches also Belgisch Bier. Hat auch so 15%. Also da haust du 2033er rein, bist komplett rum für den Abend. Das ist übel, ist das. Die Kölsch finde ich immer am geilsten. Einen Schluck sind sie weg. Wir waren auch, wir waren ja zur Weihnachtsfeier am Freitag und da haben wir auch Glühwein getrunken und alles und da gab es heiße Pflaume. Okay. Und heiße Pflaume war auch erst in so einer Tasse gekriegt, war warm und hat übelst geil geschmeckt. Aber du hast schon so geschmeckt, ey, irgendwie stark. Da habe ich so in die Karte geguckt und da lese ich so 38%. Da habe ich gedacht, oh, Alter. Autofahren ist nicht mehr. Ja, also da hast du auch, da trinkst du 2-3 Tassen und dann gehst du erstmal kurz sprühen, ne? Das ist... was auch lecker schmeckt, ich weiß nicht, ob ihr kennt, kalte Muschi. Gut, das ist ja bloß warm. Ist aber auch nur bei deiner Mom so. Aber das kann man wirklich trinken, das ist zwar eine widerliche Kombination, wenn man sich das vorstellt, aber man kann es saugen. Das hat einfach Rotwein und... Der ist richtig nice. Und noch Vögel. Aber das Zeug kostet halt doch nichts. Ich glaube, eine Flasche 1 Euro? Ja, was ist dein letztes? Was? Ja, die Muschi halt. Ach so, genau. Aber ist ja im Endeffekt nur noch Rotwein und Cola. Da willst du nichts erwarten. Du mit der großen Bier. Der hab ich ja eine Nachbarin. Also, das ist ja... Die bei mir ja unten drunter wohnt. Ne? Das ist ja auch... Die Dame, die zur damaligen Zeit immer mal so bei mir vor der Türe stande, du hast du mal eine Mark, hast du mal Zigaretten, ne? Und die, also absolutes. Weißt du was? Ich hätte dir das gegeben. Ich hätte gesagt, okay, weißt du, wie du es dir verdienst?
sagen wir mal so Mitte 50 und vom Alkohol geprägt. Ich glaube, das war das nicht mal du. Und so, da hättest du deine Erfahrung sammeln können. Ja. Die eine Scheune brennt am hellsten, sagt man immer bei unserem Dorf. Ah. Sagt man auf alten Pferden lernt man reiten. Wieso kippt der nicht weiter ab? Haben wir ja Max höher erreicht? Ja, da ist Max höher. Oh, lol. Machen wir einen zweiten, oder? Ja, aber dazwischen eine Fahrspur lassen. Auf jeden Fall, ich war irgendwann die Woche? 4 Meter. Warum mach ich den zweiten? Achso, machst du das, Robert? Ja, das mach ich. Okay. Auf jeden Fall war ich dann zur Aufnahmewoche da relativ früh im Einkaufen. Und da habe ich die nette Dame auch getroffen. Jo, die hat sich auch schon mal einen Einkaufswagen voll mit diesem Plastikbier aus dem Little da reingekippt. Schon mal gedacht, naja, wenn's schmeckt. Ganz erwartet. Timo, also nicht. Schmeckt. Ja, ich wollte trotzdem schön noch ein bisschen abtanken. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand das Festival Summer Breeze? Sagt mir was. Hab ich wir sind aber erstmal fertig. Also das für die nächste Folge aufheben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bei den anderen vorbeischauen, natürlich nicht vergessen. Ne? Tschüss. Tschüss.